Ich kann nur sagen, dass es mich unendlich stolz macht, jetzt Kapitän der deutschen Nationalmannschaft zu sein. Aber wir als Mannschaft werden natürlich zusammen mit dem Trainerteam versuchen, es so gut wie möglich zu machen. Und ja, grundsätzlich glaube ich nicht, dass es große Veränderungen auch für den Kapitän geben wird. Ich denke, dass die Arbeit von Philipp Lahm eine sehr gute und erfolgreiche Arbeit war, genauso wie von Bastian Schweinsteiger. Und ich hoffe natürlich, dass ich in diese Fußstapfen auch reinwachsen kann. Ich kenne das aus meinen eigenen Erfahrungen her, dass die Rolle des Kapitäns teilweise überbewertet wird, auch wenn er natürlich ein Aushängeschild auch der Mannschaft ist und der erste Repräsentant. Also mit überbewertet meine ich einfach, dass immer der Eindruck entsteht, es wird ein Kapitän gewählt und der ist auf einmal der alleinige Chef und der bestimmt alles und alles wird nur noch über den Kapitän besprochen und entwickelt. Dem ist natürlich nicht so und deswegen bin ich auch glücklich, auch wenn wir viele andere Spieler haben, die diese Rolle erfüllen könnten, dass wir mit Manuel einen Spieler haben, der integer ist, der gerne Verantwortung übernimmt, der eine große Persönlichkeit ist.